Arbeiten, die Vorarbeiten werden um 22.30 Uhr beendet sein. Und die kontrollierte Sprengung wird in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr eher Richtung 23 Uhr sein. Das heißt, es wird einen lauten Knall dann geben. Die Pressestelle der Stadt hat noch ein paar Empfehlungen rausgegeben, dann, wie man sich verhält im Freien außerhalb der Schutzzone. Aber es ist keine große Gefährdung außerhalb von der Schutzzone natürlich. Wir sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Stefan, kannst du das mal zusammenrechnen? Ich kann mir da einzelne Daten nennen, auch überörtliche Kräfte sind da. Genau, du kannst mal für Fürth gleich mal sagen. Also wir hatten 150 Feuerwehr und BRW, 150 BRK und haben jetzt zusätzlich rund 130 von den freiwilligen Feuerwehren, die auf Bereitstellung stehen, und zusätzlich 20 vom THW, die ebenfalls auf Bereitstellung sind. Also es sind jetzt noch zusätzliche Kräfte. Rein alles Fürth? Alles, das ist jetzt nur Fürth, außer die Polizei, die mit 300. 330, die sind okay. Also Feuerwehr-Rettungsdienst sind wir bei 1000 in Nürnberg. Rettungsdienst auch überörtlich aus Bad Windsheim, Bamberg und Erlangen. Freiwillige Feuerwehr haben wir 210 für Nürnberg, 170 THW und 330 Polizei gesamt. Also jede Menge, die sind jetzt alle in Bereitstellung, das heißt, wenn es den Knall getan hat, fahren die selbstständig rein, aber erst wenn der Sprengmeister das kontrolliert hat. Der geht also als erstes hin und schaut, es kann sein, dass man nochmal nachsprengen muss, dass nicht alles explodiert ist, deswegen die Freigabe durch den Sprengmeister. Wenn er sagt, okay, die Einheiten können rein, dann fahren die autark rein und kontrollieren sofort alle Abschnitte. Gut, mehr. Sind Sie da?